Hallo, guten Tag und Dobadan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es wieder eine Runde Hawked Gameplay. Gleich starten wir rein in eine neue Runde. Aber vorher kurz etwas zum Thema Waffen, denn ich bin immer am Überlegen, derzeit noch am Überlegen, welche Waffe ist so die beste für mich oder welche Waffen sind die besten für mich, weil ich kenne die Waffen jetzt alle nicht so richtig, weil ich das Spiel ja erst ein paar Tage zocke. Und da muss ich erstmal herausfinden, weil es gibt schon einige, also verschiedene auch, und welcher Waffentyp, welche Waffe ist stark, welche ist nicht so stark, das finde ich alles gerade heraus. Und heute im Gameplay seht ihr, wie ich eine Waffe finde, die ich tatsächlich so erstmal gar nicht auf der Shooting Range beim Ausprobieren auf dem Schirm hatte, aber im Match tatsächlich dann sich doch herausstellt, dass die Waffe ziemlich OP ist, wenn man denn trifft. Aiming gehört natürlich dazu. Das ist bei mir auch mal so, aber heute sage ich euch, mit dieser Waffe geht's richtig ab. Also viel Spaß und dann hoffe ich auch, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin euch alles Gute, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go! Was ist das? Oh, weg. Okay. Ich glaube, das ist hier eine... Yeah! Komm her! Da ist ein Fragezeichen, das hole ich mir jetzt aber erstmal. Hör zu, es gibt in der Nähe ein Versteck. Ich selbst habe es dort errichtet. Folge deinem Traverser, um es zu finden. Sehr gut. Gegner kommt. Das ist jemand in der Nähe. Wo? Jemand extract. Ist in den Tempelruinen am Extracten? Vielleicht war auch der das, der hier gerade vorbeigelaufen ist. Kann sein. Ich glaube, jemand schießt auf die Karawane, oder was? Oder was? Ist jemand in der Nähe? Ja, ich höre es. Da. Hm.
Wow, das ging ja komplett daneben. Aber warte, wir können noch mal. Er sieht mich nämlich nicht. Oha. Ho, 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 ho. Nice. Die Waffe ist ja stark. Was ist das? Wir behalten, glaube ich, die Supernova. Die ist schon sehr, sehr stark. Und er hatte ja die Karawane gerade ein bisschen schon. Wir können die vielleicht finishen. Oh, da ist noch jemand. Ich habe hier gerade 2 Kills gemacht. Die Supernova ist ja super. Krass. Ja, Leute. Ich würde mal so sagen. Oh yeah, Schmuckstück. Nehmen wir. Schildmod, nehmen wir. Wir laden jetzt nach. Das ist nämlich etwas, was ich auch dauernd vergesse. Und jetzt... Oha. Warte, die killen wir mit der Ult. Ja, zumindest nicht alle gekillt, aber... So, zack. Andere Seite ist noch. Ja, jetzt können wir. Jetzt mit der Supernova oben drauf. Ja, so stark ist die jetzt nicht. Alles gut. Okay, die macht nicht ganz so viel Schaden bei dem Viech, aber. Mann! Dieses Vieh hier! Geh weg! Jetzt muss das die Pumpgun erledigen hier. Nachladen. Ja, dreh dich mal ganz langsam weiter, solange... Wow! Komm schon. Na, los, jetzt aber. Boom! Okay, wir haben's. Jetzt kriegen wir ein gutes Artefakt. Okay, wo ist der nächste Extraction Point? Der ist direkt... hier. Geradeaus durch. Wir nehmen jetzt das Ding. Und ab dafür. Und raus damit. Genau. Warte mal. Der ist näher. Beide irgendwie gleich nah. Ich bin ja angezeigt, oder ich werde angezeigt, wenn ich ein Artefakt habe. Wenn mein Rucksack so leuchtet, bin ich auf der Map zu sehen. Deswegen so schnell wie möglich das jetzt rausbringen. Aber Supernova, perfekt, Alter. Die Waffe ist echt OP. Wenn man richtig drauf hält und den Boost-Schuss auf den der Gegner zielt, komplettes Schild weg plus über halbes Leben weg. Zumindest war es gerade bei, weiß ja nicht, wie voll die ihr Leben-Level und Schild-Level hatten, aber die werden sicherlich nicht low gewesen sein. Es kommt jemand. Egal, wir sichern. Perfekt. Alles gesichert. Ich glaube, ich habe ihn schon gehört. Ja, er ist da. Er will auch extrahieren. Oh, er hat mich aber auch gelasert.
Ah, der hat ja auch eine gute Waffe, oder? Naja, nee, eigentlich nicht, aber er hat auf jeden Fall, ja. Nicht schlimm, verdammt, doch schlimm. Zum Glück haben wir vorher meinen Kram gesaved. Oh Mann, sonst hätte ich mich jetzt geärgert. Trotzdem, wir hätten auch einfach rausgehen können. War eine gute Runde. Blutklinge. Nicht so cool. Setzt die Abklingzeit einer Ausrüstung zurück, wenn du versuchst, die Ausrüstung dreimal in kurzer Folge zu aktivieren. Dies fügt deiner Gesundheit 30 Schaden zu. Was bedeutet Ausrüstung dreimal in Folge zu aktivieren? Check einfach nicht, was sie hier mal mit ihren Erklärtexten meinen. Ah, schade, Mann. Also, was lernen wir daraus? Nicht ohne Deckung in den Fight gehen. Aber war eine gute Runde. Auf jeden Fall hat richtig Spaß gemacht. Und die Supernova. Stabile Waffe. Nur man muss nach dem Switch, also nachdem man einmal den vollen EMP draufgesetzt hat, oder wie man das nennt, wenn diese Waffe die Energieladung richtig duff macht, danach muss man sofort auf die Zweitwaffe switchen und am besten ist dann da keine Pumpgun, die auf Distanz nur wenig Schaden macht, sondern am besten ist da auch eine, die richtig rausrattert. Dann hätte ich wahrscheinlich gerade den letzten Gunfight auch geschafft. Ja, trotzdem, coole Runde. Hat richtig Spaß gemacht. Tschüss, macht's gut, Leute. Bis morgen dann.